Unser nächster Vortrag. Er wird einen Vortrag halten über Harry Potter und den nicht so klugen Krieg. Über, ja, einen großen Applaus für Joe Zwetzels. Ja, hallo zusammen. Willkommen zu meinem Vortrag Harry Potter und der gar nicht so kluge Krieg. Ich bin Joost Wetzelt, ich bin ein Sicherheitsforscher bei Midnight Blue. Ich konzentriere mich auf eingebettete Systeme, besonders industrielle Kontrollsysteme, Autoindustrie, und ich konzentriere mich auf kritische Infrastruktur an der Universität in Niederlanden. Der Vault 7 Veröffentlichung von Dokumenten. Viele von den Leuten sind hier wahrscheinlich, da kennen die wahrscheinlich schon. Es sind ziemlich viele Dokumente. Es ging insgesamt über 9000 Dokumente vom CIA-Zentrum für Internetintelligenz, also Internetforschung. Und die meisten beziehen sich auf Exploits oder Implementierungen für verschiedene Ziele. Die meisten von denen wurden tief untersucht von der Sicherheitscommunity und der Presse. Alle bis auf eins, und zwar das ist dieses Protego-System. Wie viele Leute hier im Saal kennen diese Protego-Dokumente? Ja, wahrscheinlich fast niemand. Und das ist auch, darum geht es hier. Während dieser Veröffentlichung hat WikiLeaks veröffentlicht, dass Protego wahrscheinlich ein für GPS geführte Kampfsysteme, genau, also Fernauslösung. Und es ging um diese besonders ausgestatteten Flugzeuge. Und es geht um 37 Handbücher, und die wurden wahrscheinlich zwischen 2014 und 2015 behandelt. Und was daran sehr interessant ist, ist, dass die sich ziemlich unterscheiden von den restlichen veröffentlichten Protego 7 Dokumenten. Und es ist nicht klar, warum die in dieser Veröffentlichung dabei waren. Wenn ich mir die angeschaut habe, irgendwas hat sich komisch angefühlt. Die Veröffentlichung von WikiLeaks schien für diese Dokumente nicht zu gelten. Und das ist die Architektur von diesem Protego-System von einem hohen Blick. Also es gibt hier so ein Untersystem, was aus einem Master-Prozessor und einem Kampfprozessor besteht. Und es gibt eine Programmbox, die verschiedene Mikrocontroller enthält. Und was man auf den ersten Blick sehen kann, ist, es gibt halt eine Interaktion mit einem GPS-System. Ja, also wird über verschiedene Missiles, also Kriegssysteme gesprochen. Sieht erstmal komplett aus. Aber was ist daran falsch? Es gibt diesen Begriff PWA. WikiLeaks hat gesagt, dass es an Pratt & Whitney Flugzeugen installiert wird, hat WikiLeaks gesagt. Das besteht nur auf diesem PWA-Begriff. Aber mein Problem damit ist, dass P&W nur Turbinen produziert, aber keine ganzen Flugzeuge. Und es macht keinen Sinn, für diese Protego-Mikrocontroller auf dem Triebwerk zu basieren. Und ich denke eher, also eine viel wahrscheinlichere Wahrscheinlichung ist, dass es für Printed Wiring Assembly, also im Prinzip ein PCB-Board mit aufgelöteten Komponenten. Ich vermute, dass es eher dafür steht. Dann ist das zweite Problem, worum es geht. Es geht um Suitcases, also um Koffer, und wer kennt sich damit aus, mit PCO und Gipstock? Ja, ich denke, es sind auch nicht viele. Und das ist auch keine typische Flugzeugtechnologie oder Flugzeugkampfsystem-Terminologie. Und meine Hypothese ist, dass ich denke, dass Protego eher für smarte Waffenkontrollsysteme ist, also nicht für Flugzeuge. Also Systeme, die man auf der Schulter trägt und mit denen man Flugzeuge vom Himmel abschießen kann. Und so funktionieren die in der Regel. Die haben in der Regel so eine Launch-Tube, also ein Rohr, und in diesem Rohr werden die Projektile gelagert, und dann werden die auch abgeschossen. Und es gibt auch eine Seiteninstallation, und diese Röhren können auch wiederverwendet werden, aber die werden meistens erst in der Basis wieder weiterverwendet, und sie werden in einem Case transportiert, in einer Schachtel, und das passt auch zu diesem Suitcase-Begriff. Und so sehen die Projektile in der Regel aus. Es gibt einen Suchkopf, der wahrscheinlich per Infrarot funktioniert, und der
Der bekommt eine IR-Signatur vom Ziel und dann hält er darauf zu. Dann gibt es halt einen Steuerbereich, der das Directory steuert während des Fluges in Richtung des Ziels und dann halt natürlich einen Kampfkopf, der dann explodiert. Und dann gibt es diese Gripstock-Terminologie. Man nimmt das Projektil und der Gripstock ist etwas, was man wiederverwenden kann zwischen den verschiedenen Projektilen. Der ist abnehmbar und der enthält den Zünder, den man benutzt, um das Projektil zu zünden, und es hält auch die Zielelektronik. Also das Projektil bekommt das Signal vom Signalkopf, und dann macht der Gripstock die Berechnung und sendet die Daten zurück zum Projektil, bevor es abgeschossen wird. Und das ist auch der Punkt, wo man die BCU einbaut. Also die Terminologie, die wir auch vorher schon benutzt haben, was für batteriegekühlte Einheit. Also es wird irgendwas mit Flüssiggas oder so gefüllt ist, und das wird in das System geschossen, um das System zu kühlen und anzutreiben. Und der Startprozess sieht ungefähr so aus. Also man nimmt dieses Gripstock und man sucht das Flugzeug am Himmel, man bekommt Feedback, um zu schauen, ob es ein freundlich gesinntes Flugzeug ist und man es nicht abschießen will. Wenn man entscheidet, dass man das Flugzeug abschießen will, dann sendet man diese BCU ein und bekommt Audio-Feedback von diesem Gripstock, also man bekommt eine Rückmeldung, und wenn man das Ziel anvisiert hat, und dann kann man eben den Auslöser ziehen. Und das passt viel besser zu den Protego-Dokumenten als das, was man vorher vermutet hat. Und der Kern von dem, was Protego macht, kann man hier auf der linken Seite sehen. Man beschränkt die Betriebs... um sicherzustellen, dass das System betriebsbereit ist, zu einer Konjunktion aus den drei Situationen auf der linken. Also man muss innerhalb der Grenzen sein, das GPS-Signal muss gültig sein, und man darf nicht die Betriebszeit überschritten haben. Was das im Prinzip bedeutet, ist, es ist eine Geofencing-Lösung. Also für Leute, die sich mit Geofencing nicht auskennen, es ist im Prinzip irgendeine Art von System, das die Benutzung auf einem bestimmten Radius um einen bestimmten Ort beschränkt. Warum sollte die CIA sowas wollen? Und ich sollte hinzufügen, dass es natürlich alles Spekulation ist, was ich hier mache, die sich auf wenig Dokumenten basiert. Aber ich denke, es ist eine viel bessere Hypothese als das, was bisher bei WikiLeaks steht. Wenn man die Nachrichten ein bisschen verfolgt hat, besonders um diese schreckliche Situation in Syrien, nachdem die Situation, viele von den Rebellen haben viele Luftwaffen eingesetzt, sowohl von den Syrern als auch von den Russischen verbunden. Und deshalb hat die CIA viel Interesse daran, um dieses Subregime dagegen zu arbeiten. Und dann ist eine Situation entstanden, wo diese Rebellen unterstützt werden sollten, um halt eben Flugzeuge abzuschießen. Und das kommt natürlich mit ein paar Problemen, also besonders wenn man sich mit der Geschichte auskennt, wenn man solche Waffen an nicht vertrauenswürdige Dritte abgibt. Da ist dieser Mann auf dem rechten Bild, der ist ziemlich berühmt geworden, und am Ende des Kalten Krieges haben die Amerikaner solche Projektile an dieses Regime gesendet, und die haben am Ende nicht funktioniert, aber sie hatten dann diese Technologie und haben die dann angewendet auf Drittparteien, die nicht gerade Verbündete waren. Und dann sind Leute auf die Idee gekommen, dass man vielleicht so Benutzungsbeschränkungen einbauen sollte, zum Beispiel mit GPS, um halt die Benutzung dieser Waffen auf einen bestimmten Ort und Zeit zu beschränken, um halt eben Missbrauch vorzubeugen. Und der kritischste Kandidat für sowas, was entwickelt würde, war dieses Timber-Sycamore-Programm. Es war ein CIA-Programm, mit syrische Rebellen mit Waffen und Ausbildung zu versorgen, von 2012 bis 2017. In aller offizieller Kommunikation nach dieser Veröffentlichung wurden halt eben solche Waffen gekauft, aber das wurde auch gesagt, dass manche von diesen Waffen in Rebellenhände in Syrien gewandert sind. Ich bin mir nicht sicher, ob Protego ein Teil davon war oder
ob das dafür gemeint war oder ob es überhaupt umgesetzt wurde oder ob es nur entwickelt wurde. Aber ich denke, das wäre ein guter Kandidat für diese Technologie, die man in diesen Dokumenten finden kann. Was ist die Verbindung zu Harry Potter? Ja, also ich denke, es ist vor allen Dingen im Namen. Der Name ist ja ein Begriff für die Funktion des Systems. Und in diesen Dokumenten kommen zwei Namen direkt aus Harry Potter. Einmal das ist der Begriff Devil's Snare, das ist so eine Pflanze aus Harry Potter. Und Protego ist ein Zauberspruch, der das Schloss beschützt mit einem Schutzzauber. Und ja, ich finde, es ist ein ziemlich netter Begriff für ein Geofencing-System. Und jetzt eine technische Analyse. Das ist das Blockdiagramm aus den Dokumenten. Wenn jemand mit der Freigabe vom Militär hier im Raum ist, der es eigentlich nicht sehen sollte, es tut mir leid. Links seht ihr den Hauptprozessor, den Tube-Switch in der Mitte und den Missile-Switch in der rechten Seite. Ich habe ein bisschen was Zusätzliches drauf gemacht. AT ist Anti-Tamper, das ist nicht verändert werden kann. Und Sigma-Punkt, das ist unten das Verfolgungssignal. Hier ist, wie diese Geobegrenzung funktioniert. Wenn die Rakete das gefunden hat, schickt sie das Sigma-Punkt-Signal über ein Kabel. Und dieser Mechanismus kümmert sich darum, dass das normalerweise offen ist. Und dieser Schalter wird zugemacht, wenn diese Vorgaben gegeben sind. Ansonsten nicht. Wie funktioniert das? Hier ist die Sequenz. Wenn das BCU eingefügt worden ist, dann wird ein verschlüsseltes Signal geschickt. Das schalte den Audio-Switch on. Und die Sicherheit verlässt sich darauf, dass diese Kanäle auf dem seriellen Bus verschlüsselt sind. Und dazu müssen Schlüssel da sein. Und hier ist die, wann werden die Schlüssel gelöscht? Also ich gehe in den Bereich, ich füge die Geo Koordinaten ein. Wenn ich aus dem Bereich rausgehe, dann lösche ich die Schlüssel. Und die Schlüssel werden gelöscht, wenn das Ding halt entfernt wird. Oder wenn ich die Rakete aus der Röhre raushole. Hier sind die Zustände. Und die sind auf der Schachtel drauf. Und die zeigen an, ob das Ding funktioniert, weil man vorher wissen muss, ob es jetzt seinen Dienst tun wird oder nicht. Wenn man da rausläuft und sich einem Flugzeug entgegenstellt, dann sollte man schon sicher sein, dass es gehen wird. Also hier diese 128 Bits sind verschlüsselt. Unverschlüsselt geht für eine Nachricht. Das ist, wenn die Nonce auf Zero gesetzt ist. Das ist, was zwischen der Programmierschnittstelle und der Protego-Dings hintergeht. Da kann man die Kommandos schicken. Und das hier sind die Nachrichten, die zwischen den Mikrocontrollern hin und her geschickt werden, wo man halt die verschiedenen Zustände beschreiben kann. Jetzt schauen wir uns mal die Sicherheit an. Das ist hypothetisch. Er hat mir keine Raketen gegeben, deswegen beschreibe ich das nur. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand das wie folgt machen könnte. Also der Lebenszyklus von dem Ding sieht so aus. Erst wird es mit Schlüsseln programmiert, das wird in die Firmware geladen, dann tue ich es in Storage Mode, dann schicke ich es dahin, wo es benutzt werden soll. Dann die Programmierkiste, die vom CIA-Officer benutzt wird, der tut die Geokoordinaten rein.
Dann schalte ich den taktischen Mode an, gebe das Ding rüber und wenn es geklaut wird, dann werden die Schlüssel gelöscht und wenn es aus dem Geofence rausgeht oder wenn die Zeit zu Ende ist, dann werden auch die Schlüssel gelöscht. Und hier ist die Architektur. Die Schlüssel werden generiert, die werden in die Firmware geschrieben. Diese Box hat keine Schlüssel drin. Vielleicht holst du die aus irgendeinem Backend oder sowas. Oder vielleicht aus einem Schlüsselgerät. Wenn die Schlüssel da reingeladen sind, dann ist das ein 128-Bit-Key, der da reingeladen wird, der auf dem Mikrocontroller in der MANPAD gespeichert wird. Der Raketen-Smart-Switch-Key, der wird nicht gelöscht. Und dann gibt es einen Maintenance-Key. Und der scheint für alle Protego-Instanzen gleich zu sein. Das ist also, der schützt alle Raketen. Warum das? Ich denke, wenn ich einen Zustand habe, der die Schlüssel löscht, dann muss ich die Dinge neu einstellen können. Und wenn ich keine Schlüssel habe, dann kann ich mit dem Ding nicht reden. Das heißt also, wahrscheinlich gibt es einen Schlüssel, der als Fallback verwendet werden kann, damit ich das Ding still einstellen kann, immer noch einstellen kann. So, und einen globalen Maintenance Key, das ist wahrscheinlich keine gute Idee aus meiner Sicht. Wo ist die Angriffsoberfläche? Also wir können das GPS angreifen, wir können physikalisch das Ding angreifen, wir können versuchen, die Schlüssel rauszuholen, wir können die Systemlogik ändern. Wenn wir physikalisch was ändern wollen, das ist aus meiner Sicht, kann man mit den Beacons ändern. Man könnte sagen, ob das, dass es immer sagt, dass es im Geofence ist. Oder man könnte mit dem Schalter was machen. In den Systemen sind wahrscheinlich Maßnahmen, um Veränderungen zu verhindern. Entweder Metall oder aber Epoxid oder irgend sowas. Vielleicht sind da Lichtsensoren, wenn man das Ding aufmacht. Oder wenn Druck irgendwie aufgebracht wird, dann kann es sein, dass die Schlüssel gelöscht werden. Und es kann sein, dass da aktive Gitter sind. Und wenn ich dieses Gitter irgendwie berühre oder überbrücke oder sowas, dann führt es auch zur Schlüssellöschung. Es gibt viele Techniken, um da in solche Sachen einzubrechen. Vielleicht kann man auch durch die Rückseite der ICs reingehen. Aber das Wichtigste ist aus meiner Sicht, ist, dass die Schlüssel im Flash sind, nicht in der Batterie. Wenn der Angreifer die Verbindung zu dem Flash unterbrechen kann, die das Schreiben ermöglicht, dann kann er vielleicht eine Löschung verhindern. Natürlich bedarf das Kapital und Wissen. Und außerdem ist da eine Bombe drin. Wichtiger aus meiner Sicht ist, dass das Signal von der Zielsuche unverschlüsselt ist. Then it might be possible for the seeker to still get a lock on and get the firing signal from the grip stock. Das heißt also, man könnte vielleicht das Ding trotzdem noch benutzen aus der Handhalterung. So I'm not sure how hard tampering with that switch is. It's just speculation. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, diesen Schalter zu verändern. Aber das scheint keine Verschlüsselung zu sein. So, hier ist logische Veränderung. Ich kann die verschiedenen Sachen ändern, um dem Ding eine korrekte Situation vorzutäuschen. In beiden Fällen müssen wir das Protokoll verstehen. Ja, wir verstehen es aus den Dokumentationen. Und jetzt müssen wir die Firmware auseinandernehmen. Die müssen wir rausholen. Entweder holen wir sie aus Protego oder vielleicht holen wir sie aus der Programmierbox.
weil die Box, die müssten von einem CIA-Officer stehlen. Wir können die Schlüssel stehlen, entweder von der Programmierbox oder aus dem Mikrocontroller. Da müssen wir wahrscheinlich mindestens eins von den Geräten oder eine von diesen Bomben aufgeben, um das jetzt auseinanderzunehmen, zu analysieren. Hier sind vier Ansätze, um die Firmware zu ändern. Debugging-Interfaces, Nebenkanäle, wir können das Ding aufmachen oder wir können Software-Fehler suchen. Aber das kann natürlich das Löschen bewirken, aber der Maintenance-Schlüssel, der wird nie gelöscht. Das hier sind die Debugging-Interfaces von dem Mikrocontroller. Das hier ist der. Ja, ich kann hier den internen Speicher zu schreiben. Der Mikrochip hat seinen eigenen Schutz. Das ist über durchbrennende Sicherungen gesichert. Und da kann man drei Segmente drin ablegen. Ich kann einen sicheren Bootloader haben, ich kann ein sicheres Segment haben, wo ich kleine Tabellen reinschreiben kann. Und dann habe ich ein allgemeines Segment, wo der Rest geht. Und die Privilegien gehen von hoch nach niedriger. Das ist das Speicherlayout von diesem Protego-Mikrocontroller. Ich habe das Flash oben, da ist die Versionsnummer und eine 16-Bit-Checksumme. Dann habe ich den Schlüssel, der ist auch überprüft mit einer Checksumme. Es wird nicht erwähnt, dass die Firmware überprüft wird. Es wird nichts erwähnt, außer dem CodeGuard. Hier ist eine Warnung von dem Hersteller. Es ist möglich, mit illegalen Methoden das Zeug zu überwinden. So, und wenn man das Ding außerhalb der Spezifikation verwendet, das heißt also, jemand, der bereit ist zu stehlen, der könnte es schaffen, unseren Chip zu überwinden. Und dieser Protego-Chip, der da eingebaut ist, der hat CodeGuard Basic. Der hat also nur die einfache Variante. Die neueren können andere Sachen. Habe ich keine Zeit gehabt für die neueren. Aber die älteren, die haben ein Problem, das sich nennt Herz der Dunkelheit. Ich kann Speicher löschen von einzelnen Blöcken und das würde die Sicherheit für diesen Block ändern. Das heißt, ich kann den ersten Block überschreiben und das heißt, ich kann das nacheinander schreiben und damit die anderen auslesen. So, das könnte ein zweiter Weg wäre, dass ich Nebenkanäle verwende. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Leute hier Korrelationen und differenzielle Methoden verstehen. Es ist keine Hardware-Verschlüsselung dabei und es sind keine Hardware-Nebenkanal-Schutz hier dabei. Ja, man kann das halt auch abblenden oder maskieren und es gibt verschiedene Methoden. Das ist halt ein Problem für Protego, weil es gibt natürlich Stromprobleme, weil man natürlich nur vom BCU oder vom Handgriff Batterieversorgung bekommt. Und in dem Fall würde man diesen Wartungsschlüssel extrahieren und auf einer anderen Waffe deployen. Diese Mikrocontroller-Familie hat einen Angriff, wo man sie abnimmt unten auf dem Board und dann kann man mit so einem Schalter die Sicherheitsfuses zurücksetzen und die sind nämlich abseits des restlichen internen Speichers und das scheint auch zu diesen
auf diese Mikrocontroller zuzutreffen. Wenn ich sie, als ich es gegoogelt habe, hat da eine chinesische Firma, habe ich gefunden, die gesagt hat, sie kann diese Sicherheitsbeschränkungen umgehen. Und ich denke, das wäre auch anwendbar auf diese Waffen hier. Dann gibt es den Weg mit Softwareverwundbarkeiten, zum Beispiel, indem man einen Fehler in der State im Statuslogik oder so, oder auch den Speicher missbraucht, dann könnte man nämlich auch die Schlüssel vielleicht extrahieren. Da gibt es wenig zu sagen, wie anwendbar das ist, aber es gibt Anfragen für Softwareänderungen in den Dokumenten und die sagen sowas wie, wenn BCU-Stromversorgung da ist und dass die Rakete aktiv ist, dann findet die Löschung nicht statt. Also ich denke nicht, dass es ein sehr anwendbarer Angriffspunkt ist, weil die Angriffsfläche ist sehr klein auf einer Software-Ebene und man müsste halt eine komplette Untersuchung dieser Systeme machen und das wäre ziemlich aufwendig. Also man müsste irgendwie die Firma extrahieren. Also ich denke nicht, dass es ein sehr anwendbarer Weg ist. Was viel anwendbarer wäre zum Beispiel das GPS-System anzugreifen, weil die Kernsicherheit basiert auf den GPS-Informationen, nämlich Ort und Zeit. Und für die sich nicht mit GPS auskennen, kleine Einführung, GPS ist Teil eines Systems von GNSS, also globales Navigations-Satellitensystem. Da gibt es verschiedene Implementationen, zum Beispiel GLONASS oder Galileo oder das chinesische Baidu und Prodigo verwendet wahrscheinlich die normalen, weil es gibt 5 Bänder, L1 und L2 sind für die normalen, also zivile Benutzung und da ist auch ein Code für Militärsysteme, denn ich denke nicht, dass Prodigo verwendet, weil das würde bedeuten, dass Protego Zugriff auf diese kryptografischen Schlüssel von diesen Militärsatellitensystemen hätten. Das würde man nicht wollen in so einem System, weil diese Systeme ja auch an nicht vertrauenswürdige Drittparteien ausgegeben würden und dann würde es auch Plausible Deniability verhindern. Also werden wahrscheinlich von normale GPS-Signale sein. Also lass uns überlegen, was wir machen können. Das erste wäre zum Beispiel, dass man das GPS stört. Dann würde, wenn kein GPS vorhanden ist, der Schlüssel nicht gelöscht werden oder zumindest könnte man sie nicht benutzen. Und das ist natürlich interessant, weil wir wollen ja verhindern, dass sie verwendet werden. Man kann natürlich versuchen, diese L1 und L2-Bänder zu stören, aber das könnte natürlich erkannt werden oder man könnte das natürlich auch dann wieder verhindern. Zum Beispiel, indem man mehrere GPS-Systeme verwendet oder sowas oder Rauschfilter verwendet. Und das könnte natürlich dann auch wieder die Schlüssellöschung auslösen. Also am besten wäre, wenn man einen klügeren Ansatz nimmt, wo man sein eigenes Störgerät mit richtigen GPS-Informationen verwendet. Und dann sollte man so kleine Nachrichten senden mit spezifischen Inhalten über die Informationen. Also, und die sind viel schwerer zu erkennen, wenn man die granular nur sendet. Eine andere Möglichkeit wäre, GPS zu spoofen, also zu überschreiben. Das ist nicht autorisiert, also es gibt keine Sicherheitsmechanismen und deshalb kann man das einfach irgendwie umgehen. Es gibt mittlerweile sogar kommerzielle Lösungen, um GPS zu fälschen. Und man kann halt einfach ein eigenes GPS-Signal irgendwo installieren und dann die Raketen in so einen fertigen Käfig stecken und dann könnte man halt das Signal einfach umgehen. Natürlich können das auch die Raketen erkennen, indem sie zum Beispiel irgendwie Störungen in der Signalstärke oder Störungen in der Zeit erkennen können, aber ich glaube nicht, dass da sowas implementiert ist in Protego, weil solche Methoden die ganze Zeit Strom brauchen würden und das System hat ja wenig Strom. Also eine Möglichkeit wäre dann auch eben, dass man das Signal so so anlegt, dass man das Signal erst langsam erhöht in der Intensität und dann erst langsam erst das andere originale GPS-Signal überschreibt, sodass es schwieriger wäre zu erkennen. Die Zusammenfassung. Das lässt sich nicht nur auf Protego anwenden. Alle Sachen, die ich gesagt habe, ist im Prinzip einfach eine Einführung in die Sicherheit von eingebetteten Systemen. Und das gehört zu allen Geofence-Systemen, zum Beispiel Diebstahlsicherheiten oder Fußschellen oder selbstfahrende Autos oder sowas. Das ist auf alles anwendbar. Werden solche Sachen schon angegriffen? Ja, besonders eben durch GPS-Störungen, weil es ziemlich einfach ist. Man muss nicht viel technologische Kenntnis dafür haben, man muss nicht viel Geld dafür ausgeben, einfach $10 auf AliExpress und dann hat man so ein Störgerät und man benutzt es zum Beispiel für Autodiebstahl oder Warendiebstahl, was tatsächlich funktioniert. Zusammenfassung, Protego, ich denke nicht, dass es
für flugzeuggesteuerte GPS-Raketensysteme ist. Ich denke eher, dass es ein Geofencing-System ist für Bodenwaffen. Ich bin mir nicht sicher, wann, wo oder ob es überhaupt eingesetzt wurde. Aber Tinker, dieses Timber-Sykamer-Programm wäre eine gute Möglichkeit gewesen und es benutzt kommerzielle Sachen in einer ähnlichen Wege, wie es ja auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden. Und da gibt es zum Beispiel diese, es gibt keine Sicherheits-, also kein Secure Boot, keine Firmware-Authentisierung, es gibt einen globalen Wartungsschlüssel und es gibt auch, es wird das normale GPS-System benutzt und kein Krieg-GPS-System, was nicht autorisiert ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die zum Beispiel auch über Twitter stellen. Thank you very much. Ja, vielen Dank soweit. Ihr kennt diese Prozedur, wir haben 8 Mikrofone im Raum, also stellt euch bitte dort an. Oder ihr könnt natürlich auch Fragen im Internet stellen. Und unsere Signal Angel werden die jetzt hier im Raum stellen. Da ist eine Frage in Mikrofon 4. Hi, thank you for your talk. Hallo, danke für den Talk. Wenn die Militärversion von GPS benutzt wird, ist das Spoofing dann immer noch anwendbar? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Artikel darüber gelesen, die sagen, dass es immer noch möglich wäre in manchen Situationen, weil wir sind ja auf der Weise, wie die Schlüssel da verwaltet werden, aber ich kann diese Frage nicht im Detail beantworten, weil ich habe es noch nicht richtig untersucht. Okay, weitere Frage. Hallo, danke für die Präsentation. Ich habe mich gefragt, du hast über GPS-Spoofing gesprochen, um das System am Arbeiten zu halten. Es scheint, als gäbe es eine sehr praktische Attacke, um das Ganze zu auszuschalten? Ja, ich denke, wenn das Angriffsziel wäre, wenn es jetzt nicht darum geht, dass es eine nicht vertrauenswürdige Drittpartei verwendet, diese Waffen zu missbrauchen, sondern eher versuchen, das Ding zu verhindern, also zum Beispiel zu verhindern, dass die eingesetzt werden, dann wäre es natürlich einfach GPS zu stören, um sicherzustellen, dass sie nicht abgefeuert werden können, was in meiner Meinung ist ziemlich simpel, weil GPS ist halt überhaupt, also GPS zu stellen ist gar nicht so schwer. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Die erste, du hast die Dokumente gefunden. Was hat dich motiviert, das Ganze zu machen, diese ganze Arbeit? Das sind viele Dokumente, viel Analyse, die du durchgeführt hast. Es ist viel Arbeit. Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die ganzen Designs, die du gezeigt hast, das Schlüsselmanagement, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, Entscheidungen, das Design von der Elektronik. Wie ist das im Vergleich zu den industriellen Standards oder industriellen Sachen, die du dir angeguckt hast? Ist es besser als das, was in der Industrie verwendet wird, oder nicht? Ja, also zur ersten Frage, ich denke, es ist einfach nur Neugier und auch das bisschen Freizeit, was ich habe, um ja immer noch hinter einem PC zu sitzen. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, würde ich sagen. Und zur zweiten Antwort ist, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, wie sich das mit kommerziellen Systemen vergleicht, weil es ist natürlich mit viel Spekulation verbunden. Ich habe natürlich jetzt nur hier die Dokumente angeschaut und kann jetzt nur extrapolieren, welche Sicherheitsfeature so Mikrocontroller normalerweise haben. Da sind jetzt wenig konkrete Fakten. Ich kann es jetzt deshalb nicht auf einer definitiven Weise zu vergleichen, aber die interessanten Sachen sind, dass es keine sicheren Mikrocontroller sind. Also es sind keine Mikrocontroller mit Sicherheitselementen, also die sind nicht für Sicherheitsanwendungen gedacht und ich bin mir nicht sicher, warum sie diese Mikrocontroller genommen haben. Ich denke, vielleicht hatten sie nur diese zur Verfügung in der Entwicklungsphase oder vielleicht auch wegen den Beschränkungen des Stromverbrauchs, aber das wäre nicht meine Wahl gewesen. Also ich würde sagen, ja, es wäre ein schlechter Vergleich mit kommerziellen Systemen. Alright, we have a question from the internet. Go ahead, Signal Angel. Do the rebels in these conflicts have reasonable access to the resources needed to crack the system? Also, die Frage war, ich habe sie selber nicht verstanden. Sind die weniger vertrauenswürdigen Teile
Beteiligten haben die Ressourcen, um das Ganze zu brechen? Ja, woher soll ich das wissen? Ich glaube, das ist das Problem. Um ehrlich zu sein, es gibt diese nicht vertrauenswürdigen Drittanbieter, Drittparteien, und ich glaube, das sind keine dummen Leute. Ich denke, also ich weiß nicht, ob sie jetzt die Möglichkeit hätten, solche tiefen Analysen zu machen, aber GPS zu fälschen sind keine komplizierten Angriffe. Es ist ziemlich einfach, das sich zu überlegen. Und sobald man weiß, dass das ein System ist, was auf GPS basiert, was nicht wirklich ist, herauszufinden, kann man sich sehr leicht eine Angriffsmöglichkeit dazu überlegen. Also ich denke auch, ohne diese Veröffentlichung ist es nicht schwierig, diese Systeme zu fälschen, also zu umgehen. Und deshalb ist es auch, glaube ich, keine gute Idee, diese Sachen einzusetzen. Also wenn es so funktioniert, wie es in den Dokumenten steht, dann ja, könnten sie das auf jeden Fall umgehen. Ja, noch andere Fragen aus dem Internet, Signal Angel? Nein. Gut, dann vielen Dank für diesen großartigen Vortrag und auch vielen Dank aus der Übersetzerkabine. Dieser Talk wird übersetzt von Lucaro. Wo ist denn?